Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 3308-0511. Hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Herzlich willkommen zum dritten Teil der kleinen Miniserie Wie schalte ich mir den Professor Palin als Ingenieur frei? Nun, im letzten beiden Videos waren wir ja unterwegs und haben zunächst einmal die erste Ingenieurin Elvira Martuk freigeschaltet und sie auf Grad knapp 4 gepimpt, um von ihr die Empfehlung für einen anderen Ingenieur namens Marco Quent zu erhalten. Und um den wiederum freizuschalten, musste ich hier im Sirius-System, zum Beispiel auf der Patterson Enterprise Station, wo ich mich gerade befinde, aktuell in meinem großen Schlachtschiff der Corvette am schwarzen Brett einiges an Aufträgen annehmen, um für diese dort herrschende Fraktion Sirius Corporation mindestens den Status Verbünde zu erreichen. Den habe ich inzwischen, wie ihr seht, erreicht. Nach dem letzten Video habe ich noch 3 solche Datenlink-Infiltrationsmissionen angenommen. Die waren auch alle wieder Bedrohungsstufe 0. Und diesmal hat es auch problemlos geklappt, ohne Zwischenfälle und Besuch beim Megaschiff. Dafür gab es jeweils 5-mal Ruf. Das war also eine sehr lohnenswerte Geschichte. Hat aber trotzdem nicht ganz gereicht, musste noch ein bisschen was an Spenden dazugeben und dann hatte ich nun endlich den Status Verbündet, wie ihr seht, erreicht. Mit dem Verbündet-Status habe ich dann auch endlich hier von dieser Fraktion den Auftrag Ingenieurseinladung freigeschaltet bekommen, kann ihn also jetzt auswählen. Gucken wir mal rein. Das ist ein ganz einfacher Datenlieferungsauftrag, kann man ja auch hier an dem Symbol schon sehen. Ich muss also hier in dieses System fliegen, um dort ein bisschen was abzugeben. Und als Belohnung bekomme ich dann endlich die Einladung zu Marco Quent. Das machen wir natürlich, nehmen wir an. Dann haben wir die schon mal in petto. Bevor wir aber tatsächlich diese Mission erledigen, würde ich vorschlagen, machen wir eine andere zunächst mal, die ich bereits schon angenommen hatte vor 2 Tagen, nämlich diese hier. Deaktivieren Sie einen Generator zur Versorgung von einer Geschützstellung. Das ist eine illegale Mission, die ich auf dem Planeten hier im Sirius-System, dem einzigen, der landbar ist, angenommen habe, und zwar auf der Station Efremov Plant. Dort gibt es tolle Missionen, um zum Beispiel Material zu bekommen, ganz rechts außen zu erkennen, Modular-Terminals. Um überhaupt später mit Marco Quent in Verhandlung treten zu können, um ihm Aufträge zu geben, damit ich auch ihn wieder zwischen 3,2 und 3,6 irgendwo hinbringen muss, als Grad, damit ich von ihm letztendlich die Empfehlung für Professor Palim erhalte, muss ich ihm 25 dieser Modul-Terminal-Einheiten mitbringen. Ja, das ist normalerweise gar nicht so einfach, aber auf dieser Station auf dem Planeten bekommt man solche Missionen, die mit einer einzigen Mission gleich so viel Gewinn abwerfen, dass es reicht. Das ist toll und deswegen hatte ich die schon angenommen. Die hatte auch eine Laufzeit von 4 Tagen, konnte mir also genügend Zeit nehmen, in der Zwischenzeit zunächst mal hier auf dieser Station, auf der Patterson Enterprise, den Status von der Sirius Corporation auf freundlich zu pimpen. Mehr braucht man nicht, das genügt. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das jetzt mal und fliegen da mal mit unserem Schlachtschiff hin. Programmieren wir uns mal hier kurz die Route. Das ist auch von hier aus gesehen nur ein Sprung weit weg. Und ja, sobald ich im System angekommen bin und im Anflug, dann melde ich mich wieder. Bis gleich.
So, bin jetzt im ROS 47A-System angekommen. Und dann schauen wir mal in der Systemkarte nach, wo wir hin müssen. Da unten. Einmal Planetenkarte anzeigen und Bertin Point als Ziel markieren und drauf zufliegen. So, dann mal los. Ja, ist ja mal eine Kleinigkeit weg, wie ihr seht. Dann machen wir mal wie immer hier ein kleines kurzes Powernapping und sobald ich in der Nähe des Planeten bin, melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da bin ich kurz vor der Planetenstation Bertin Point. Bevor wir aber da runterfliegen, ein kurzer Blick nochmal in meine Module. Denn ich habe ein bisschen umgebaut in der Zwischenzeit. Und zwar habe ich meine kleinen Mehrfachgeschütze ausgebaut. Und dafür habe ich mir zwei optimierte, ungelenkte Raketenrampen eingebaut. Die möchte ich nämlich gerne gleich benutzen, um den Generator zu killen, der für die Geschützstellung da ist. Das gelingt am besten mit ungelenkten Waffen. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir die mal da rein. Und gleichzeitig habe ich mir auch noch ein Frachtgestell gegönnt mit der Kapazität von 128. Und zwar habe ich dafür meinen Fighter-Hangar, der ja einen Slot 7 belegt hat, ausgebaut und stattdessen ein Frachtgestell hineingesetzt, damit ich, wenn ich dann hier hoffentlich diese Mission erfolgreich abschließe, direkt ins Sirius-System mit dem dicken Schiff hier fliegen kann. Und zwar auf den Planeten Lucifer, um dort meine Missionsbelohnung abzuholen. Es handelt sich ja um 38 Stück modulare Terminals, wovon ich 25 brauche für meinen Ingenieur. Aber ich muss ja zumindest mal die Belohnung abholen können mit 38. Und dementsprechend habe ich mir so gedacht, naja, dann nimmst du die halt mal und ersetzt die. Die Panzerung ist ja nach wie vor top. Und die Raketenrampen habe ich mir auch auf eine extra Feuergruppe gelegt, dass ich ganz alleine damit agieren kann. So, dann bin ich mal gespannt. Da es ja eine illegale Mission ist, gehe ich mal davon aus, dass wir höchstwahrscheinlich gleich Ärger bekommen. Natürlich ist das keine optimale Lösung, mit so einem dicken, fetten Schiff hier runter zu gehen, denn, naja, das ist ja nicht so agil wie so ein kleineres Schiff. Aber dafür haben wir natürlich eine ordentliche Panzerung. Und da können wir schon mal ein bisschen was aushalten. Und ich hoffe, die Zeit dazwischen reicht dann aus, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Licht habe ich schon mal angemacht. Ist ja wie immer im Dunkeln, ne? Machen wir auch noch die Nachtsicht dazu an. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. So, dann kommen wir schon mal hier volles Rohr runter. Marsch, marsch. Und dann gucken wir mal. Kontakte sind außer Reichweite. Noch nichts da. Da haben wir die Energieversorgung. Supi. So, wir haben 0,04 G. Das ist doch schon mal was. Naja. Fahren wir die nochmal aus. So. Normalerweise sollte das schon reichen, ne? Na, wir können ja noch ein bisschen näher ran. So. Ja, was ist jetzt? Hallo? Was ist denn los? Wo ist denn diese komische... Na also, klappt doch! Und tschüssi. Ab geht's. Dinger wieder einfahren. Kehrtwende. Nase nach oben. Schießt ihr mal ruhig. Habe ich kein Problem mit. Könnt ihr mir gar nichts antun. Und Fluchtvektor. So. Das war doch easy. So, dann können wir gleich mal hier die Route planen.
Einmal wieder zurück ins Sirius-System. Und da mache ich einen kleinen Schnitt hier. Und sobald ich dort wieder im Anflug bin, melde ich mich wieder. Bis gleich. Ja, hallo. Ihr seht, ich bin irgendwie unterwegs falsch abgebogen. Naja, Scherz beiseite. Ich habe mir überlegt, wäre eigentlich doch ganz sinnvoll, die andere Mission, die ich ja bereits auch angenommen hatte, wo es um die Ingenieurseinladung ging und um den einfachen Datentransport in ein System Procyon, und zwar auf die Station Cormac Hub. Da sollte ich die Daten hinbringen für die Einladung der Ingenieure. Ja, und da habe ich mir gedacht, das wäre sinnvoll, bevor ich die Ware nachher als Belohnung kriege und sie auch dabei habe und damit gleichzeitig wieder ein interessantes Angriffsziel für Piraten darstelle, vorher erstmal hier diese Mission zu erledigen, statt mit einem gefüllten Lager dahin zu fliegen, um eventuell angegriffen zu werden. Ja, und dann habe ich gleich festgestellt, wow, das ist ja ein tolles System hier. Hier gibt es 3 terraformierbare Planeten noch zu scannen. Das lohnt sich also allemal. Und das werde ich auf jeden Fall auf dem Rückweg, wenn ich hier fertig bin, erst noch erledigen, bevor ich dann endgültig nun ins Sirius-System fliege, um dort auf dem Planeten Lucifer meine modularen Terminals abzuholen. Also als erstes fliegen wir mal hier zur Cormac Hub Station und geben dort die Daten ab. Ja, auch das ist, wie ihr seht, eine Kleinigkeit weg. Deswegen, wie immer, ein kleines, kurzes Powernapping. Bis gleich. So, mal gespannt, das wollte ich euch das letzte Mal irgendwann zeigen. Das ging aber dann bös in die Hose, weil ich mir vergessen hatte, eine Landeerlaubnis zu holen und ich in die Station reingebrettert bin. Mit so einem großen, dicken Schiff habe ich mir angewöhnt, die Station, wenn möglich, so anzufliegen, dass ich auch den Eingang direkt vor der Nase habe. Dazu lege ich mir das immer so zurecht, dass ich die Station zunächst mal waagrecht habe unten in der Anzeige. Dann fliege ich so lange dran vorbei, bis der kleine weiße Punkt unten im Radar fast am Rand verschwindet. Trotzdem nähere ich mich ja noch, könnt ihr ja oben links ablesen, dass die Zahlen kleiner werden. Und sobald ich den Rand erreicht habe mit dem weißen Punkt, dann drehe ich das Schiff langsam um und fliege dann genau in diesem Winkel drauf zu. Und da seht ihr ja, dann dreht sich das Ganze und so mit der Zeit, ab einem gewissen Abstand, bekommt man dann auch die Station genauso vor die Nase, dass man da gar nicht später beim Landeanflug, gerade mit diesen großen Schiffen, rumjonglieren muss. Das kann man sich dann prima so ganz exakt zurechtlegen. Und ist auch gar nicht weiter schwierig. Lediglich mit dem Schiff nach links und rechts drehen reicht völlig aus. Und dann kann man sich das wunderbar hier so langsam, aber sicher in die Anzeige holen. Muss ja nicht ganz genau vor der Nase sein, aber so in etwa, dass man da nicht mehr so ganz so viel rumjonglieren muss. Und das ist ja gerade am Anfang, wenn man das noch nicht so richtig beherrscht, durchaus gar nicht so einfach. So, dann probieren wir mal unser Glück auf der Cormac Hub und geben mal die Daten ab, um dann endlich mal die Ingenieurseinladung wenigstens zu bekommen, die uns ja noch nichts nutzt, solange wir noch nicht unsere modularen Terminals dabei haben. Aber das holen wir uns ja auch gleich als nächstes. So. Und so ist es jetzt prima, genau vor der Nase, kann man noch ein bisschen drehen, dann hat man wirklich absolutes Zentrum und kann gemütlich drauf zufliegen. Das wäre zum Beispiel eine gute Methode für diese Robigo-Missionen. Aber da ist es nicht ganz so einfach, weil diese Station ja, wie ihr vielleicht noch in Erinnerung habt, direkt fast in so einem Planetenring um den großen Gasriesen liegt. Und da ist es dann schon ein bisschen schwieriger mit dem Anflug. Aber so hier funktioniert das eigentlich ganz prima. So, mal gucken, ob wir jetzt mal hier sauber rauskommen. Ja, netter Anblick. Können wir uns noch mal ein bisschen drehen? Haben wir noch ein bisschen mehr?
von dem schönen Planeten hier, naja, gut. In dem Fall ist mir die Station direkt vor der Nase dann doch lieber. So, komm. Wenn man natürlich jetzt wieder ein bisschen ausgebremst und schön aufpassen, dass sobald wir aus dem Gravitationssog des Planeten rauskommen, nicht gleich wieder hier überpacen und nun raus aus dem Frameshift. Zack. Und da haben wir sie doch schon direkt vor der Nase. Prima Sache. So, dann können wir hier auch mal gleich unsere Landeanforderung abschicken. Und schon geht's los. Ja, speziell für diese großen Schiffe erhoffe ich mir dann später bei Professor Parling die Thruster-Aufrüstung auf Grad 5, dass das schon was bringt. Denn dadurch, dass die halt so groß und träge sind, wäre ich da schon sehr interessiert dran, mal eine Aufrüstung für die Schubdüsen hinzubekommen. So, Nummer 40, da hinten. Alles so schön grün hier. Mhm. Oder sehe ich das nur so grün? Kann ja sein. Ich habe ja so eine leichte Farbschwäche. Aber ich glaube, das ist schon sehr grün. So, dann mal runter hier. Gott sei Dank können wir ja hier mit dem großen Schiff auch landen. Sonst hätte das natürlich nicht geklappt. So, ein Stückchen zurück. Nein. Noch ein bisschen. Komm. So, und jetzt runter. Zack. Prima. Ein paar Raketen können wir wieder auffüllen. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber ist ja immer besser. Man hat das alles schon. Richtig. So. Das machen wir auch. Und dann gehen wir ins schwarze Brett. Und schließen hier mal unsere Mission ab. So, gut. Das war's doch schon. Und dann können wir auch direkt von hier aus zum nächsten Ziel fliegen. Da müssen wir wieder zurück ins Sirius-System. Und dann starten wir mal. Alles klar. Wir sehen uns, wenn ich vor dem Planeten bin. Bis gleich. Stehe jetzt hier vor dem Planeten Lucifer im Sirius-System im Anflug auf die Remov-Planstation. Und wie ihr seht, habe ich zwischenzeitlich wieder mal spontan meinen Plan geändert. Bin kurz mal eben auf der Patterson Enterprise Station im selbigen System hingeflogen, habe dort wieder mein Schiff gewechselt und bin aktuell in meiner Kreid. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich, nachdem ich vorhin die Mission abgeschlossen hatte, die Einladung bekam von dem Ingenieur und ja, seine Heimatstation ist genau auch hier auf derselben Seite. Ich muss also einmal hierhin, um die Belohnung abzuholen, um die 25 modularen Terminals zu bekommen, damit ich dann zu ihm fliegen kann, um ihn auch gleich benutzen zu können. Deswegen habe ich mir gedacht, das macht gar keinen Sinn, mit der Corvette dahin zu fliegen. Viel sinniger wäre es mit meiner Kreid, dem Schiff, was ich ja sowieso so aufgebaut habe, dass ich dann mit dem Ingenieur da noch ein bisschen was dran verändern kann. Ja, und so kam's. Und nun stehe ich hier und dann sollten wir mal hier genau drauf zufliegen, ne? Dann können wir nämlich direkt, wenn wir fertig sind und hier unsere Missionsbelohnung abgeholt haben, einfach mal kurz aufsteigen und wieder beim Ingenieur gleich landen. Dann ist also auch die Gefahr, dass wir unterwegs mit der guten Ware als Ziel anvisiert werden, relativ gering. So jedenfalls die Theorie. Auf jeden Fall brauchen wir dann nicht nochmal extra wieder eine Station anzufliegen, sondern können das direkt von hier aus erledigen. So, dann wollen wir mal gucken. Licht habe ich schon mal angemacht. Wird wahrscheinlich wieder so in der Twilight Zone zu finden sein. Gucken wir mal. Orbitalflug aktiviert. Oh. Sieht gut aus. Ganz schöne viele Krater hier auf dem Planeten.
heftige Einschläge. Ah, da sehe ich sie doch schon. Und in den Cruise. Zack. Oh, dann gehen wir gleich mal hier hin. Warten wir gleich mal ab hier. Und schon haben wir doch die Möglichkeit. Was ist hier los? Was war denn das jetzt? Normalerweise bremst er doch immer schön ab. Das war aber jetzt heftig. Landepad 7, das könnte da sein. Fahrwerk raus. Ja, ist ja gut. Nur nicht aufregen, Jungs. Alles bestens. Wir kommen. Na, da kann ich euch ja auch gleich mal das schwarze Brett nochmal zeigen hier. Wollen wir mal gucken, was wir da noch so Tolles finden. So, komm. Und runter mit dir. Zack. Primissimo. Alles klar. Einmal erweiterte Wartung, wie immer. Zack, zack. So, schwarzes Brett. Eine Werft gibt es hier leider nicht. Sonst hätte ich meine Schiffe ja auch möglicherweise hier geparkt. So, das war aber sehr erfolgreich. Und da wollen wir natürlich diese Dinger haben. 39. Hab genau für 40 Platz in meinem Schiff. Sollte also gehen. Supi. Klasse. Ja, dann können wir doch mal gucken, was hier so alles im Angebot ist. Ne? Gucken wir mal. Zum Beispiel Waren. Ne, hier gibt es von allem richtig viel. Wenn es was gibt, dann gibt es da einige von. Das ist also wirklich interessant. Die haben hier richtig gute Sachen im Angebot. Und ja, normalerweise ist da immer was Nettes dabei, was man gebrauchen kann. Unter anderem eben, wie ihr gesehen habt, die modularen Terminals. Das war doch schon mal sehr, sehr erfolgreich. Dann können wir jetzt gleich mal wieder hier als nächstes in die Karte gehen. Und dann programmieren wir uns die Quent Research Base. Kann ja nicht weit weg sein normalerweise. Einmal starten. Fahrwerk wieder raus. Und erstmal nach oben. Und Frameshift. So, jetzt begeben wir uns erstmal nach oben. Ein Stückchen. Oh, was haben wir denn da rechts? Ein Schweifstern. Das habe ich so auch selten. Im Anblick, wenn man so vom Planeten hochfliegt, dass man direkt so einen Stern dann gleich mal sieht. Eher ein selteneres Phänomen. So, nehmen wir mal ein bisschen Schub raus. Drehen wir mal die Nase rum. Vielleicht sehen wir ja schon was. Ja, da müssen wir noch ein bisschen hier um die Ecke fliegen. So, da kommst du doch schon in Sichtweite. Alles klar. Dann einmal zu ihm, bitte. Da oben könnt ihr gucken. Da gab es die Einladung. Die Schlipsträger sind anscheinend der Meinung, dass sie meine Dienste in Anspruch nehmen dürfen. Ich habe mich auf Energiesysteme spezialisiert. Ja, prima. Das ist ja toll. Na dann. Eigentlich wollte ich von dir hauptsächlich
eine Empfehlung haben für Professor Palin. Und um den dann besuchen zu können und seine Dienste in Anspruch nehmen zu können, habe ich schon gesehen, ist es wohl erforderlich, eine etwas längere Reise zu unternehmen. So 3000 Lichtjahre? Das könnte ich ja mit Monroe dann mal in meinem Beluga-Liner vielleicht machen. Schauen wir mal. So, dann Landeerlaubnis, sobald es möglich ist. Jetzt. Access granted. Proceed to landing pad 04. 04, da sehe ich doch schon direkt vor mir. Können wir mal das Fahrwerk schon mal rausmachen? Das war ja mal richtig gut, der Anflug. Hat ja fast genau gepasst. So, mal schön hier einschwingen. Es wackelt aber ganz schön hier. Ich verstehe es gar nicht. Wir haben doch nur 0,35G. So. Na, also so ein Gewackel ist ja furchtbar. Oder ist hier so windig? Kann natürlich sein, ne? Bisschen stürmisch vielleicht. Wer weiß das? So, wir kommen schön langsam dahin. So, und runter mit der Nase. Zack. Touchdown complete. Engaging ship restraints. Your arrival has been noted. Jawohl, Marco. Ich komme dich natürlich auch persönlich besuchen. Das ist doch Ehrensache. Einmal wenigstens müssen wir das machen. Herzlich willkommen auf der Quent Research Base. Jawohl. Nettes Licht hast du hier. Okay. So, dann einmal unter der Kreid langlaufen in die Hangar-Lobby. Ob es bei dir auch so chaotisch aussieht, wie bei der letzten, bei der Elvira. Ja. Irgendwie scheinen diese Ingenieure alle irgendwie einen ziemlichen Chaos um sich zu lieben. Ne? Das ist echt interessant. Okay. Hallöchen. Ein bekanntes Gesicht ist immer willkommen. So, so. Ich bin also ein bekanntes Gesicht. Wusste ich noch gar nicht. Wir kennen uns auch noch nicht. Aber naja, gut, okay. Mein Name ist Marco. Elvira hat mir von Ihnen erzählt. Ich schätze Ihre Menschenkenntnis. Ich arbeite mit Energiesystemen, die Einfluss auf den Flugstil nehmen können. Soll ich mir mal Ihr Schiff anschauen? Ja klar, deswegen bin ich ja bei dir. Mal gucken, was du so drauf hast. Also, dann zeig mal. Ja, das Spielchen kennen wir ja schon, ne? Bevor du was für mich tust, muss ich dir erstmal hier meine 25 Dinger spenden. Das machen wir doch. So, einmal spenden. Komplett diesmal. Nicht alles einzeln, sondern in einem Rutsch. Damit haben wir die Möglichkeiten. Energieverteiler ist auf jeden Fall wichtig. Den kann man immer gebrauchen. Dann fangen wir mal damit an. Das ist ja immerhin ein 7A-Energieverteiler. Das lohnt sich. So, was wollen wir denn machen mit dir? Hochleistungsfähiger Energieverteiler. Ladungsoptimierter. Antriebsfokussierter. Systemfokussierter, waffenabgeschirmter und so weiter. Wollen wir mal gucken, was ist denn der Unterschied hier? Hochleistungsfähiger. Waffenkapazität. Antriebskapazität. Systemkapazität. Und Intaktheit. Und hier ist Ladung. Ja, ladungsoptimiert. Ladungsoptimiert finde ich eigentlich okay. Mach mal. Und los. Da oben müssen wir wieder gucken, dass wir so 3,5 auf jeden Fall erreichen. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Oh, was tut er sich schwer. Halleluja. Ja, ich weiß, jetzt könnte ich theoretisch. Machen wir auch. Komm, Modifikation. Weiter geht's. Komm. Und noch mehr davon. Und noch mehr davon.
da haben wir den dritten. Da können wir mit den Gitterwiderständen 11 Rolls machen. Also sollte normalerweise bis zum Anschlag reichen. Aber wir machen jetzt allererst mal hier einen experimentellen Effekt drauf. Und zwar die Clusterkondensatoren. Da gibt es nochmal 8% Kapazität in allen Bereichen obendrauf. Haben wir alles da? Jawohl. Dann mach. Zack. Prima. Und dann können wir hier weitermachen. Modifikation generieren. Zack. Oh, hier sind wir doch schon richtig mitten dabei. Soweit das Auge reicht. Na komm, dann machen wir weiter. Das ist gut. Immer her damit. Und noch ein bisschen, komm. Sieht gut aus. Ja, könnte man eigentlich jetzt dabei belassen, ne? Das ist okay. So, dann gehen wir zurück und gehen zu den Kraftwerken. Wählen das auch mal aus. Den Ingenieur haben wir auf jeden Fall schon auf 4 gepimpt. Das reicht also, da er kraftwerksmäßig ja ohnehin auch nur, dann nehmen wir auch mal die Überladung, bis 4 machen kann, reicht also bei ihm auch der Grad 4 aus. Normalerweise, dass wir das hinkriegen. So, Modifikation generieren. Das machen wir doch auch hier. Wumm. Zack. Hat doch prima geklappt. Und den experimentellen Effekt auf jeden Fall auch noch oben drauf. Denn den bekommen wir ja nur bei dir. Deswegen ganz wichtig. Weil das so schön war, machen wir da nochmal einen oben drauf. Zack, bumm. Wie sieht es denn hiermit aus? 2. Könnten wir auch machen. Ja, warum nicht? Komm. Wenn wir schon mal da sind. Naja. Aber das reicht mir erstmal. Normalerweise völlig ausreichend. Dann sind wir doch schon fertig. Das Einzige, was ich gerne hätte, wäre, Moment, die Kraftwerke, das habe ich jetzt fast vergessen, diesen Bauplan natürlich anpinnen. Denn das ist ja vielleicht dann später mal interessant. Und dadurch, dass wir den Bauplan anpinnen, könnten wir theoretisch und auch praktisch diese Modifikation dann auf jeder Station vornehmen, bis auf die Option des experimentellen Effekts. Ja, mein lieber Marco, war nett bei dir, hat mich gefreut. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwann wieder, bin mir nicht so sicher, aber naja, auf jeden Fall, bis denne, ne? Tschüss. Okay. Ja, kurzes Okay, das war's. Alles klärchen, dann ab zum Schiff. So, und normalerweise sollten wir jetzt auch direkt eine E-Mail bekommen haben, um zumindest mal Professor Palin in der Liste stehen zu haben, dass wir ihn dann mal besuchen können. An Bord gehen. Und hört es sich gut an. Dann gucken wir mal. Da haben wir sie doch schon. Du hast Infos zu einem neuen Ingenieur erhalten, Professor Palin. Gut, dann schauen wir uns den nochmal kurz an hier. Der muss ja jetzt hier in der Liste auch irgendwo zu sehen sein, der gute Mann. Da ganz unten. Alles klar. So, Marco Quent hat Ihnen von Professor Palin erzählt. Das ist wohl richtig. Und dann haben wir Zugang erst, wenn wir mindestens, da habe ich ja sogar noch falsch geguckt, 5000 Lichtjahre von dem Ort entfernt uns haben, an dem meine Karriere begonnen wurde. Aktuell haben wir da gerade mal 500 Lichtjahre geschafft, also 10%. Ja, das bedeutet also, ich werde wohl mal gucken, als nächstes, ob ich eventuell mal eine schöne Touristenmission machen kann, wo ich mal irgendeinen Kasper oder eine Gruppe, keine Ahnung, ordentlich mal durch die Landschaft fliegen kann, um zu schauen, dass ich diese 5000 Lichtjahre mal schaffe. Alternativplan wäre, mal die Guardians zu besuchen und eventuell den speziellen Frameshift-Zusatzantrieb zu bekommen. Das wäre eventuell auch eine Option. Nun ja, werden wir uns anschauen, werde ich mir überlegen. War eine schöne, einfache Geschichte jetzt, hat Spaß gemacht. Und ja, wir werden uns in Kürze wiedersehen. Macht's gut, meine Freunde. Tschüss.